Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap ohne Gräben Version 1.3. Was haben wir gemacht? Ja, das ist eine neue Aufnahmesession hier. Und ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich muss mich hier selber erstmal orientieren. Gut, der hier verseucht die Molkerei mit Wasser, das ist gut. Den Wald brauchen wir noch nicht, die Traktoren stehen da alle. Der versucht hier Milch loszuwerden. Naja, ein bisschen kann er noch. Da sind immer noch 8000 Liter drin. Egal. Der hier kann auch noch mal ein bisschen Wasser loswerden. Aber viel ist das nicht. Wir haben ja nichts gemacht. Jo, den können wir wieder auf den Kurs können wir wieder auf den Weg schicken. Der macht mal. Er ist ja noch lange nicht fertig mit dieser Höchstgeschwindigkeit. Ist ja schon Wahnsinn, was der hier an Ballen baut. Egal. Band brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Die Drescher brauchen wir nicht. Ja, den können wir auch mal losschicken. Der ist hier fürs Kompostfahren zuständig. Mal gucken, wie er das macht. Wir haben ziemlich viele Fahrzeuge im Moment. Weg. Ja, was wir mit dem jetzt mal eben machen können ist, wir können mal wieder das Autoload für unsere ganzen Plattformen hier aktivieren. Das hier ist ja unser Hakenlift-Truck. Und ich habe ja hier vorne ganz viele Plattformen platziert. Ah, die Pelletproduktion läuft im Moment auch nicht, das ist mir bewusst. Oh, da kommt er. Der wird dann jetzt gleich meckern, dass ich im Weg stehe. Dann ist das so. Dann stehe ich da mal eben im Weg. Ist jetzt hier auch noch nicht dramatisch, hier passiert nicht viel. Aber Arbeitsmodus ist eingeschaltet. Und wieder aushaken. Ja, ich muss hier immer eben nur den Arbeitsmodus einschalten. Ach, voll gegen die Wand gefahren. Sehr clever. Ja, damit das dann mit dem Aufladen nachher auch wieder funktioniert, automatisch. Mal eben ein bisschen die Übersicht verschaffen hier, wo wir denn hier sind. Tomaten sind hier schon recht viele. So, hier nur noch zum Rotkohl hin. Ja, und ohne uns großartig ins Gehege gekommen zu sein. War schon nicht so schlecht, finde ich. Autoload aktivieren. So, Autoload ist aktiviert. Für alle vier. Und den können wir wieder in die Ecke stellen. Der steht dann hier mal wieder parallel zur Straße. Super. Den brauchen wir im Moment auch nicht. Wüsste ich jedenfalls nicht wofür. Wir gucken mal eben. Ja, der steht da die ganze Zeit im Weg.
Der kann eigentlich schon mal wieder zurück zum Hof. Kann, ja, Milch brauchen wir ja jetzt im Moment noch nicht. Weil die Milchfabrik ist voll mit Milch. Und wir haben immer noch, weiß ich nicht, 300.000 Liter am Hof. Bevor ich mir jetzt aber hier das große Fass blockiere. Ja. Das hat ja keinen Sinn, ne? Das hat ja keinen Sinn. Ja, ich setze mal die Zeit ein bisschen hoch auf mal 5. Einfach weil ich brauche Papier für den Eierhof. Ach nee, Quatsch, Papier habe ich. Habe ich beim Eierhof schon Papier? Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich mal gucken. Muss ich gleich mal hin. Kann ich so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Beim Eierhof Papier habe. Erstmal raus, bleiben wir eben hier stehen. Jo, der hat Ballen geholt. Was fehlt hier? Nö, ist alles da. Produziert, sehr schön. Ja, hier können wir eigentlich auch nochmal ein Ballenlager bauen. Und da sind wir wieder am Anfang, einmal durch. Ja gut, dann beamen wir uns mal. Und zwar gehen wir dann mal hier oben zur Zeltstofffabrik. Guck mal, was hier so geht. Also Pappkartons haben wir hier ohne Ende. Wasser. Da haben wir auch noch viel. Ja, der steht hier. Da stehen. Voll. Ich würde also zumindest einen gerne voll haben. Beamen wir uns mal den Eierhof. Guck mal, was da fehlt. Papier. Papier. Und Betten. Ne, Leerpaletten habe ich da. Schön. Fehlt nur noch Papier. Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir noch Papier kriegen. Ja, was ist denn mit Feldern? Haben wir überhaupt was angesetzt? Was angesät? Im Wachstum, im Wachstum, im Wachstum. Die sind alle im Wachstum. So, wo habe ich denn Hopfen drauf? Feld 3 ist auch noch Hopfen drauf. Feld 6 habe ich selber Hopfen angesät. Auf Feld 32. Körnermais. Feld 5. Das Gerste. Feld 5 könnten wir uns noch kaufen. Gerste könnten wir gut gebrauchen. Mal gucken, was ist hier so. Was kostet das denn? Ja, das können wir uns ja locker kaufen. Wie weit ist denn das vom Wachstum her? Ist auch im Wachstum. Ist gedüngt? Ist nicht gedüngt. Laufen wir uns jetzt Feld 5 und düngen das nochmal, oder? Feld 8 ist Weizen.
Ja, haben wir Feld 5 gedüngt. Ja, da ist ja noch gar nichts drauf, aber es macht ja nichts. Mit Gerste. Das kann ja auch nicht viel teurer sein. Mit Weizen. Kaufen wir uns auch. Ja, ist schön, zwei neue Felder gekauft. Das ist doch wunderbar. Besser kann es ja fast nicht gehen, ne? Ja, ich wollte natürlich nicht in den Pickup. Ich wollte natürlich schon in ein anderes Fahrzeug. Na, jetzt muss ich erstmal Feld 5 und Feld 8 düngen. So. Wo steht mein Düngersteuer? Da. Ja, da brauchen wir ja nichts Großes. Nehmen wir trotzdem den Fendt. Ja. Nehmen wir den Fendt. Nehmen wir den Fendt. Und dann mal gucken, wie weit das reicht. Mit dem Dünger da drin. Und dann fahren wir jetzt erstmal zu Feld 5. Ja, erstmal fahre ich zu Feld 8. Und dann düngen wir das mal. Oh, hier liegt auch noch so viel Silo. So viele Silageballen. Feld 19 ist dann auch irgendwann mal dran. So, wie komme ich denn hier runter? Wo ist denn hier die Zufahrt? Da vorne. Ist auch nicht klein. So. Das Ganze machen wir natürlich mit Cosplay. Feld 8. Arbeitsbereich. Startposition. Aktuelle Fahrzeugposition. Vorgewende. Machen wir 5. Kurs berechnen. Feld 8, ja, habe ich geschrieben. Düngen. Düngen und sehen. Dann Fahrer entlassen. Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Dann Fahrer einstellen. Gucken. Wenn man hier jetzt im Kreis fährt. Macht er nicht. Schön. Hat ein bisschen gelernt, was? Hä?
Ja, gut, das Feld wird bewirtschaftet, wird gedüngt, wunderbar. Ja, das sollte auch nicht so ewig dauern, so riesig ist es dann ja doch nicht. Man sieht ja hier auch eine schöne Übersicht. Ja, das ist ja ruckzuck gemacht. Dann machen wir Feld 5. Schön. Was ist denn eigentlich auf Feld 10? Körnermais. Ne, Körnermais wollen wir nicht. Feld 19 ist Hafer. Feld 15 sind Sonnenblumen. Feld 16. Trocken, genau wie auf Feld 33. Da brauche ich auch alles eigentlich gar nicht. Ja, gucken wir mal, lassen wir mal laufen. Ist denn sind denn eigentlich. Ja, Pflanzenwachstum ist eingestellt. Wunderbar. Ja, ist doch schön, das läuft doch. Wollen wir mal gucken, was unser Big M macht. Ah, er verteilt hier, ob das was klappt, weiß ich gar nicht. Wie viel Milch habe ich noch? Wie geht's überhaupt meinen Tieren? Milchtank. 358.000 Liter Milchtank. 251.000 Liter an der Güllegrube. Muss ich ja fast mal Gülle fahren. Ne? Aber was ich jetzt erstmal machen muss, ist glaube ich... Ich muss erstmal hier... Sammeln, ich muss Ballen sammeln. Mit dem hier. Mit meinem neuen Sammler. Das Einzige, was ich noch einstellen muss, mal von der Tastaturbelegung, ist für den Arbeitsmodus ein- und ausschalten. Das muss ich mal entsprechend anpassen. Das passt mir noch nicht von der Tastenbelegung her. Oh. Er heizt auch ganz schön und ist relativ leicht zu lenken. Gibt mir etwas zu denken. Ach, ist das Gras schon alles weg? Habe ich die Grasballen alle eingesammelt, die hier lagen? Jo, habe ich. Alles klar. Ja, dann fahren wir rüber auf das andere Feld. Und sammeln mal ein bisschen Siloballen ein. Silageballen, die wir ja auch gut gebrauchen können. Und dann können wir die Felder auch mal düngen. Also auch die Grasfelder, dann bringen die noch mehr Ertrag. Vorne ist gleich voll. Dann kommt hinten. So haben wir dann immer ja. Das sind schon echt viele. Ich glaube, ich hatte das Feld vorher auch gedüngt. Oder hatte ich das nicht gedüngt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Naja. Hier können wir eigentlich mal mit Gülle düngen, ne? Da muss ich mir erstmal ein vernünftiges Güllefahrzeug, ein Güllefass kaufen. Und dann können wir hier nämlich mal schön Gülle ausbringen. Und voll. So, bevor wir jetzt weitermachen, gehen wir mal in den Shop und gucken mal, ob wir hier vernünftige Güllefässer haben. Wo finde ich die denn da oben? Unter Güllefässer wahrscheinlich, ne? Wo auch sonst. Ich weiß nicht, ob ich hier einen vernünftigen Mod habe. Ja, der sieht doch nicht schlecht aus. Liter, 36 Meter Arbeitsbreite, okay. Ja. Kaufen wir uns das doch mal. Ja, kaufen. Okay, danke. So, weil bevor wir dann nämlich mit dem hier die Sachen wegbringen, gehe ich jetzt nämlich mal eben schnell rüber zum Hof. Tun wir mal eben ein Fahrzeug vom Hof. Bin ja nicht zweimal da drin. Und holen wir jetzt hier den Klaas. Weil dann kann ja schon in Eigenregie im Prinzip Gülle gefahren werden mit Cosplay. Um einfach mal den Ertrag auf den Grasfeldern zu steigern. Weil das wäre ja was. Aber die Grasfelder hier, die benutze ich ja eh ständig. Man sieht nichts. Oh. Und wir haben ein Güllefass mit Schleppschlauch. Dann gucken wir mal, was das, wie das läuft. Erstmal müssen wir es natürlich auffüllen, ist auch klar. Aber dann. So. Mein Gott. Die Zeit rennt. Ich habe eigentlich noch nichts gemacht heute. Die Zeit ist schon längst wieder vorbei. So, wir fahren jetzt nochmal eben hier rückwärts ran. Füllen das auf. Jo, das läuft. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Like. Abonniert mich, das würde mich freuen. Und noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr morgen am Mittwoch wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich ciao.